Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir haben heute mal wieder ein ganz spannendes Thema für euch. Wir reden nämlich heute mal kurz drüber, was ihr mit eurem Autoführerschein eigentlich fahren dürft. Den 50-Kubik-Roller kennt jeder, aber ihr dürft ja noch viel mehr fahren. Zum Beispiel den Piaggio MP3. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ist echt ein spannendes Fahrzeug. Und ich würde sagen, wir schauen es uns direkt an. Lasst uns gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und los geht's. Bis gleich. Wie vorher schon erwähnt, wir haben hier den klassischen 50-Kubik-Roller, jetzt gerade hier in Form von der Vespa. Und da weiß ja jeder, den darf man mit dem aktuellen Autoführerschein fahren. Läuft 45 km/h, hat natürlich den Vorteil, dass das Fahrzeug im Normalfall hier in der Größe super wendig ist, leicht zum Rumhantieren und Rumschieben. Aber mit so einem MP3 500 kann man natürlich viel mehr machen. Der MP3 500, so wie er hier steht, den gibt es übrigens auch noch als 300er Variante, MP3 300 HPE. Sieht ein bisschen anders aus, schauen wir uns in einem anderen Video noch im Vergleich an. Hier ist es eben der 500er und das Fahrzeug hat 45 PS, ist deutlich größer. Hier kann ich natürlich ganz andere Strecken zurücklegen. Also das Fahrzeug läuft ungefähr 150 km/h. Und da ist einfach viel mehr machbar. Man sitzt ganz anders drauf, schauen wir uns auch gleich an. Aber jetzt erstmal zu dem Thema, warum Autoführerschein. Die zwei Räder hier vorne, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, das größte Merkmal für dieses Fahrzeug. Die haben einen gewissen Mindestabstand und damit läuft das Fahrzeug nicht mehr als einspurig, sondern als mehrspuriges Fahrzeug. Es ist im Fußraum rechts noch eine Fußbremse vorhanden. Die ist auch Pflicht, dass man das Fahrzeug mit dem Autoführerschein bewegen darf. Und ansonsten ist es grundsätzlich ausreichend, diese Spurbreite vorne, die Fußbremse, und das reicht. Die Sitzposition sowohl für den Fahrer als auch für den Sozius ist was ganz anderes. Also man hat hier mächtig viel Platz auf dem Fahrzeug, man ist ganz anders wettergeschützt durch den Aufbau hier vorne und man kann dadurch eben auch ganz andere Strecken zurücklegen. Also ich kann damit Touren fahren, ich kann damit aber auch einfach in der Stadt fahren. Also wenn wir uns Frankreich anschauen, Frankreich ist das absolute MP3-Land. Paris sieht man, glaube ich, nur noch diese Fahrzeuge und es ist auch auf jeden Fall ein Stadtfahrzeug. Ich kann damit genauso parken wie mit dem 50-Kubik-Roller. Ich darf aber, das wissen viele auch nicht, man darf mit dem 50-Kubik-Roller keinen mittleren Ring fahren, also keine Kraftfahrstraßen. Und mit dem darf man natürlich alles fahren. Hier darf man Kraftfahrstraßen fahren, hier darf man Autobahn fahren. Also schon wieder deutlich flexibler. Ich habe auch viel mehr Stauraum, den schauen wir uns auch noch ganz kurz an. Würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass hier richtig was reinpasst. Es gibt natürlich auch Zubehör, Topcases, die meinen Stauraum dann fast verdoppeln. Meinen eh schon guten Stauraum. Und da wir ja hier Vor- und Nachteile zwischen 50-Kubik-Rollern und MP3 kurz erläutern wollen, kann man auch auf einen eventuellen Nachteil eingehen. Das Fahrzeug hat natürlich ein deutlich höheres Gewicht wie so ein kleiner 50er-Roller. Aber ihr seht es hier, das Fahrzeug steht ohne Hauptständer. Hier gibt es eine Sperre, die ich aktivieren kann, dann fällt das Fahrzeug nicht mehr um. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt das Fahrzeug problemlos nach vorne, nach hinten bewegen kann, schieben kann, parken kann, ohne dass mir das Fahrzeug umfällt. Und damit nimmt mir das eigentlich, oder das kommt mir bei dem hohen Gewicht sehr entgegen und damit spielt das Gewicht gar keine so große Rolle mehr. Deswegen Nachteil nur in Klammern. Auch da würde ich nicht Nachteil sagen, ist eventuell der Preis. Der Preis liegt hier bei knapp 11.000 Euro. Je nach Variante zwischen 10.000 und 11.000. Und wir haben hier aber extrem viel Technik verbaut. Wir haben hier einen großen Motor verbaut. Und für das, was man bekommt, ist der Preis echt schon wieder fair. Und deswegen ist auch das nur ein bedingter Nachteil. Wir gehen im nächsten Video auf die Technik ein. Wir schauen uns vorne diese ganze Spielerei mit der Lenkung an, diese Arretierung nochmal, wann kann ich das Fahrzeug, wann kann ich blockieren, dass es kippt, wann kann ich es nicht, und vergleichen MP3 300 und MP3 500. Hier gibt es übrigens den Link und ja,
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier gibt es mit Sicherheit viele Fragen. Schreibt uns alles, was ihr wissen wollt. Wir können das im nächsten Video mit einbauen, weil MP3 ist ein Riesenthema. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.